Eine spannende Woche ist zu Ende gegangen. Ein Fitting war gestern noch, was mir so ein bisschen besonders in Erinnerung blieb, außergewöhnlich, nämlich ein Spieler mit extrem hoher Schwunggeschwindigkeit bei den Eisen. Beim Driver auch sehr gut, aber eben bei den Eisen war es wirklich sehr, sehr spannend. Und was wirklich herausragend war, waren die Wedge-Spin-Raten. Also wir haben hier das gemacht beim 50-Grad-Wedge, in dem Fall das Mizuno T22, das ist das 50-Grad-Wedge. Und was passiert ist, was ich eigentlich dann nie sehe, das sind ja die Daten, die erreicht worden sind. Also immens super Länge, aber vor allen Dingen Spinraten. Und ein Spin, ich muss es extra fotografieren, mit 10.558 Spinrate bedeutet, der ist auf 117 Meter geflogen und dann wieder zurück auf 116,20 Meter, 1 Meter rückwärts mit einem 50 Grad Gap Wedge. Ich höre das oft, oh, ich möchte so gerne mal, dass meine Wedges auch Backspin haben. Also einmal kann ich alle beruhigen, bis auf beim Putter, selbst bis zum Driver haben alle Bälle, wenn die so getroffen werden, haben einen Backspin und drehen sich rückwärts. Die Frage ist eben nur, wie viel. Und ab einem bestimmten Punkt, wenn die halt reinkommen mit einem Landewinkel, in dem Fall waren, ich gehe nochmal ganz kurz auf die Daten, 54 Grad Landewinkel bei 10.500 Spin. Da steht hier unten Landewinkel. Also, dass er steil reingeht und wie er dann sich zurückzieht aufgrund des Einmalhoppens. Restspin und zieht sich dann nach hinten. Wenn natürlich jemand schon reinkommt, der Ballflug mit so viel Spin ist halt, startet mit 24 Grad, zieht sich hoch aufgrund des Spins. Die Aerodynamik geht dann rein und geht dann rückwärts. Was ist dafür nötig? Also einmal, um diesen Spin zu bekommen, brauche ich natürlich eine gute Oberfläche. Also alle neuen Wedges haben das und da gibt es auch keine großen Unterschiede, ob ich ein Woki-Wedge nehme, das Mizuno-Wedge, die Cleveland RTX, die Ping, Glide oder Forged-Wedges, ob ich die TaylorMade, ob ich die Callaways nehme. Alle können guten Spin und das unterscheidet sich nicht wirklich signifikant. Was aber einen ganz, ganz immensen Einfluss jedes Mal hat, ist, dass ich einen guten Ball brauche. Wir hatten den Pro V1. Der Pro V1, wie auch andere Titleist-Bälle, wie der TaylorMade TP5, ich glaube der Chromsoft und ein paar andere, Dreischichtball, aber vor allen Dingen, hat eine Urethanschale. Und erst wenn zwei Objekte zusammenkommen, die viel Reibung haben, es kommt auf den Koeffizienten an, beides zusammen, schlechter Ball, kann nicht viel Spin machen. Mit einem guten Wedge noch einigermaßen, aber erst ein gutes Wedge mit einem guten Ball kann halt so entsprechende Daten machen. Aber das zweite Thema, was wir haben, wir sprechen dann immer von Spin-Loft, also Spin-wirksamen Loft. Setzt sich halt daraus zusammen, wie kommt das Wedge rein, kommt das gerade rein, geht das ein bisschen nach unten, der sogenannte Attack Angle. Auch der hilft, Spin etwas zu erzeugen. Und, aber was viel wichtiger ist, der gute Kontakt. Die Vorstellung, dass ich die so anschneiden muss mit dem Wedge, passiert ja gar nicht. Wenn überhaupt, dann reden wir von Attack Angle 6 Grad vielleicht. Aber was sind 6 Grad auf der Strecke? Das ist ja minimal, also das geht nicht nach unten. Aber einer der Hauptfaktoren, den wir dort haben für Spin, Spin ist proportional zu dem sogenannten, wie gesagt, Spin-Loft, setzt sich zusammen aus dem Loft im Treffmoment und dem Weg, den er mit dem Attack-Angle hat, plus einen, ich sag mal, Reibkoeffizienten, also gute Oberfläche plus Ball, und das multipliziert mit der Schwunggeschwindigkeit. Und das ist natürlich eine Nachricht, die auch völlig klar ist. Wenn ich viel Spin haben will, brauche ich auch eine hohe Geschwindigkeit im Wedge. Jedenfalls, wenn ich das so wie hier mit dem 50 Grad Wedge machen möchte. Und das war auch das Hauptgeheimnis, wenn man guckt, der war mit 94 Meilen geschwungen. 94 Meilen ist in dem Wedge gigantisch hoch und eben auch höher als die normalen Tourspieler, das so Tourspieler Eisen 6 Speed. Schläger ist ja kürzer. Und das war das Geheimnis, warum das hier funktioniert. Ob das immer gut ist, sei mal dahingestellt, denn mir wäre es eigentlich am liebsten, die Bälle würden reinkommen und einfach nur halten. Oder vielleicht einmal hopp und dann anhalten. Aber dieses Zurück ist auch sehr, sehr schwer berechenbar, wie viel denn das ist. Aber dieses Problem haben, wenn überhaupt, dann Spieler ja, die schnell schwingen und vielleicht dann beim 58 oder 60 Grad Wedge. Da muss die Oberfläche auch noch gut sein, der Grün, es muss also viel zusammenkommen.
Aber wenn ich jetzt jemanden habe, der im normalen Rahmen, sagen wir mal mit 65 Meilen schwingt statt 95, kann man sich prozentual ausrechnen, dann habe ich vielleicht 6000 Umdrehungsspin beim guten Treffer. Und ja, was manche vergessen, nach jedem Schlag und vor jedem Schlag, dieses Ding, die Fläche muss sauber sein. Sobald dann ein bisschen noch Rasenreste oder irgendetwas drauf ist, bricht der Spin massiv ein. Also immer ein Tuch einmal drüber gehen vorher, das hat wirklich einen Effekt. Ein paar Hersteller machen spezielle Beschichtungen wie Ping, als beispielsweise mit den Glide Wedges. Die haben noch Hydro Pearl Finish, nennen die das. Die versuchen halt diesen Effekt, auch wenn Feuchtigkeit dazwischen kommt, zu minimieren. Aber da hat jeder so seinen Weg und dafür sind ja auch die Rillen eigentlich dazwischen da. Der Rest ist ja eher die Oberfläche und die raue Oberfläche zwischen den Rillen, das ist das, was er eigentlich Kontakt mit dem Ball hat und dem Spin macht. Ja, das war außergewöhnlich. Also solche Daten habe ich einfach noch nicht gesehen. Sehr cool, ganz eigene Thematik, aber mit dem vielen Spin sind die Flugkurven noch anders. Und da muss man schon aufpassen, dass die Bälle nicht auch Eisen 8, Eisen 7 in der Luft nicht stecken bleiben. Das Thema hatte auch Bryson DeChambeau, der deshalb sagte, ich habe bei meinen hohen Schwunggeschwindigkeiten, die er sich ja antrainiert hat, so viel Spin, dass er die Loft sehr flach gemacht hat. Das war dann nicht für die Show, dass er sagt, ich möchte das einfach nur, mein Eisen 7 so und so weit geht, das interessiert er nicht. Er möchte nur einen Ball auf eine gewisse Distanz sauber platzieren. Aber deshalb hatte er, ich weiß es zumindest bei den Cobras, die er gespielt hat, die Loftzeit sehr flach gemacht. Ja, dann geht es ins Wochenende. Vom Golfrudel, unsere Jackie macht morgen ihre Golf-Geburtstagsrunde und da bin ich mit dabei, da freue ich mich sehr. Morgen spiele ich mal draußen Golf, es geht in den Golfclub Worpswede. Ganz, ganz toller Platz, landschaftlich, ich mag ihn sehr. Ich bin gespannt, wie es dort morgen draußen ist. Aber ich weiß jetzt schon, ich treffe ja nette Leute und dafür lebe ich auch. Das macht echt Freude, es ist super. Und die Vorbereitung, ich habe hier mal so ein komisches Teil vor mir stehen, das nennt sich Gimbal. Damit ich dann, habe ich schon länger, aber eigentlich noch nie so richtig im Betrieb. Da werde ich mich jetzt am Wochenende noch mit beschäftigen. Mal gucken mit der kleinen Sony ZV-E1 Kamera oder auch mit meiner zweiten Kamera. Werde ich da mal drauf gucken und mal sehen, wie gut ich damit klarkomme. Ich habe die kleine, ist ja super süß, die ZV-E1, so portabel, so leicht, das macht Spaß. Das andere ist ein bisschen schwerer, aber ich denke mal, für ein paar coole Aufnahmen wird es was. Denn für mich geht es am Montag zu den Porsche European Open. Und die Porsche European Open fangen ja erst am Donnerstag an, aber am Montag kommen schon die Hersteller vorbei mit ihren Tour-Trucks und haben am Dienstag den Haupttag und den Tag bin ich mit vor Ort. Und so wie es aussieht, mit einigen habe ich was verabredet, dass ich da mal reingucken kann, mal ein bisschen Einblicke bekomme in den Vorbereitungstag, in die Proberunde, die die Pros dann auf dem Platz drehen und was das mit Material macht. Und da bin ich selber auch gespannt. Klar, die Trucks selber sind erstmal nur eine mobile Werkstatt, das kenne ich natürlich, aber ist halt doch mal was anderes. Ist bestimmt eindrucksvoll und mal sehen, wie deren Job sich gestaltet. Ja, und dann habe ich mir noch einen neuen Schläger für mich zusammengestellt, denn als Hybrid, ich versuche es immer wieder, ich mache meinen nächsten Versuch. Bisher hatte ich noch keinen im Back, mit dem ich wirklich gut klargekommen bin. Hölzer immer super, da habe ich jetzt auch erstmal mir einen Ping G430 Holz 5 ins Back gepackt. Die letzte richtige Golfsaison habe ich ein Holz 5, 7 und 9 von Ping gehabt, den Vorgänger, aber jetzt probiere ich erstmal das aus und ich bin mal mutig, ich nehme einen Hybrid 4. Allerdings habe ich nicht den Standardschaft mir genommen, sondern das, was wir jetzt hier haben, ist ein TPT-Schaft, ein TPT 18 High als Hybrid-Schaft. Die Nummern sagen so ein bisschen was aus wie Schafthärte. Das muss man immer ja übersetzen, was die draufschreiben und gibt es von 14 bis 21. 21 ist Ultralight, 20 ist so ein A-Flex, 19 und auch 18. 18 würde ich noch auf festeren Regular, das ist immer das, was ich gerne spiele. Und dann haben sie noch High und Low. Ich spiele immer gerne den, der ein bisschen leichter startet, soll das machen, aber eigentlich heißt es, der ist unten nicht ganz so fest, der ist ein bisschen softer hier unten. Mag ich gerne. Den Schaft spiele ich auch im Driver und habe damit das identische Gefühl. Und das probiere ich jetzt aus am Wochenende. Ich bin echt gespannt, wie es draußen ist. Und dann werde ich euch berichten, ob dann
ich mal doch nach 18 Jahren Golf das erste Mal für eine Saison den Hybrid Inspect dauerhaft stecke oder ob ich das doch wieder verbanne und auf Hölzer wieder gehe. Klassisch, Holz 5, 7 und 9 ist immer so mein klassisches Ding. Ja, und was ich noch gemacht habe, weiß nicht, ob man es sehen kann, aber ich fange an, immer lieber dickere Griffe zu spielen, mit Size ja eh schon, aber auch beim Long Drive Driver, ich habe mindestens mit Size, ich gehe jetzt mal auf Jumbo Griffe. Die Jumbo Max habe ich auch mal gespielt, die super dicken, das sind ja solche Okulinen, da habe ich nicht so den Touch, aber mehr dickeren Griff tut mir gut für meine Hände und auch mit diesem CP2, da gibt es ja in zwei Formen, Wrap oder CP2 Pro, das ist mir eigentlich egal, das ist nur ein bisschen Optik, ist dasselbe Material, die sind ein bisschen softer, aber nicht wie die Windgriffe, die sich für mich so ein bisschen abrubbeln, stabiler und auch bei Regen für mich griffig, damit gehe ich jetzt erstmal los. Ja, und den habe ich gerade gebaut, kommt jetzt in meinem Bag, Griff ist jetzt auch fest, kann ich die ersten Schläge gleich noch machen. Und dann freue ich mich auf morgen und euch wünsche ich einen schönen Abend.